So, guten Morgen miteinander. Das ist Punkt 11 und wir starten mit unserem Webinar NOSER Punkt 11 mit Safe erfolgreich im Alltag. Nebst mir, Remo Noser, der die Moderation macht, freut es mich sehr, dass der Michael Giesler uns ins Thema Safe einführen wird. Und ganz besonders möchte ich den Markus Giacomuzzi begrüßen, unseren Gast von der Siemens, wo dann noch auf einzelne Fragen eingehen wird im Anschluss zum Webinar oder während dem Webinar. Also unser Programm, kurzer Einblick in NOSER Engineering, wer sind wir, was machen wir, dann der Inhalt zu Safe, wieso ist Safe erfolgreich im Alltag oder wie wird man mit Safe erfolgreich im Alltag? Und dann Möglichkeit, noch auf verschiedenste Fragen einzugehen. Sie haben ein Chat-Dialog-Fenster, wo Sie können nutzen können. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie die uns stellen. Wir versuchen, möglichst können dann direkt auf die können einzugehen während dem Webinar noch. Falls das nicht möglich ist, kommen wir gerne bilateral auf Sie zu. Gut, wer ist NOSER Engineering? NOSER Engineering im Überblick. Wir sind ein Dienstleister im Informatikumfeld, machen Dienstleistungen im Software-, Firmware- und Hardware-Umfeld an 4 Standorten in der Schweiz und noch mit einem Domizil in München. Wir dürfen ca. 180 Ingenieure und Ingenieurinnen zu uns zählen, wo die spannenden Technologieprojekte vorantreiben. Das ist unsere Leidenschaft. Also wir legen sehr viel Wert auf Technologie, bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch kontinuierlich weiter. Und das fängt schon sehr früh an. Gemeinsam mit der NOSER-Gruppe haben wir NOSER Young Professionals, wo wir Lehrlinge schon früh anfangen zu fördern und ausbilden. So, ja, weiter. Ja, jetzt, Michael, würde ich dir gerne das Wort übergeben. Zum Anfang, vielleicht kurz, würde es uns interessieren, wie so ein bisschen auch Kenntnisse jetzt schon über Safe sind von den Teilnehmern. Dazu müssten Sie unten rechts eine Umfrage eingeblendet bekommen oder auf der rechten Seite eine Umfrage eingeblendet bekommen. Tun Sie doch dort ankürzeln und dann sehen wir auch gerade ein bisschen, wie so ein bisschen das Wissen über Safe im Allgemeinen ist. Michael, ich würde dir gerne das Wort übergeben. Vielen Dank, Remo, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ganz im heutigen Thema Safe entsprechend würde ich sagen, bitte einsteigen. Vom Inhalt her, wir machen jetzt einen ersten Halt und würden uns anschauen, was digitale Zwillinge für Gebäude sind. Da geht es darum, einen Überblick überzukommen für unser Projekt. In einem nächsten Halt schauen wir an, was genau Safe ist, ein paar Eigenheiten davon. Und zum Abschluss würden wir noch Herausforderungen und Lessons learned anschauen. Building Twin, das ist der aktuelle Projektname von dem Siemens-Projekt. Gestartet ist das 2017 im Rahmen von einem Innovationsprojekt. Das hat dazu mal Digital Twin geheißen. Wir haben mit 6 Teams gestartet. Einige Teams sind weggegangen, andere sind dazugekommen. Und so sind wir aktuell eigentlich 8 Teams aus diversen Standorten. Also wir haben Leute oder Teams in Zug, auch in München, 2 Teams in der Slowakei und seit neuerdings auch 2 Teams in Indien. Dann hat es auch noch vereinzelt ein paar Leute von Norditalien etc. Also wir sind hier von der Grössenordnung 60 Leute. Und mit Safe haben wir 2018 gestartet. Ich selber bin seit Anfang 2018 im Projekt. Dann Building Twin oder digitaler Zwilling, was ist das eigentlich genau? Ein digitaler Zwilling kann man sich vorstellen, ist eigentlich eine re digitale Repräsentation wo jetzt bei Gebäude halt von einem Gebäude. Und da geschwind der Mauspointer. Man sieht hier in der Mitte, das sind zwei Elemente, die wichtig sind. Zum einen sind das Strukturdaten,
Und wenn man sich mit dem befasst, kommt man bei Gebäuden relativ schnell an BIM vorbei, das heißt Building Information Modeling. Da mit dem BIM oder mit dem IFC hat man dann Informationen, zum Beispiel wie gross ist das Gebäude, wie viel Stockwerk, vielleicht auch über die Lage, wie ist das ausgerichtet. Das ist ein Aspekt davon. Neben dem gibt es aber auch sogenannte Time Series Daten. Gerade die Gebäude haben viele Sensoren verbaut und aktuell sind die eigentlich immer noch nicht immer zugänglich, aber gerade mit IoT ist das immer mehr der Fall. Und digitaler Zwilling verknüpft jetzt die Daten, das heisst eben die Time Series Daten mit den Strukturdaten. Und Building Twin oder die Lösung von der Siemens, das ist eine Cloud-Plattform, stellt dann die Daten in einer API zur Verfügung und ringsherum gibt es dann eigentlich unzählige Applikationen, wo man kann brauchen. Sei es da zum Beispiel Energieoptimierung oder auch irgendeine Workplace-App zu Zeiten von Corona. Das einfach ganz grob über das Projekt von Building Twin. Denn da sehen wir einen bunten Blumenstrauß an Technologien. Es ist sicher nicht vollständig. Da möchte ich aufzeigen, wir haben ja gesehen, wir haben verteilte Teams und auch Teams mit unterschiedlichem Know-how und Skills. Also wir haben Teams, die beschäftigen sich mit Knowledge Graph und auch den speziellen Sparkle Queries. Da haben wir vorher BIM gehört und IFC, dort hat es ein Team, das sich da damit auseinandersetzt. Das sind zum Teil Leute mit Architektur-Background, vielleicht weniger vom Software Engineering. Dann haben wir Backend-Services mit Java und Frontend mit Angular. Wir haben Spezialisten auf Cloud-Seite. Das ist da sehr interdisziplinär. Und bei uns ist das ein bisschen verteilt dann eigentlich. Je nach Team haben wir ein bisschen anderes Fachwissen. Genau, dann würden wir eigentlich schon zu Safe kommen. Jetzt würde ich zuerst mal die Umfrage schliessen. Und dann kann ich die meinte ich teilen. Ist das der Fall? Okay. Okay, da sehen wir, dass eigentlich schon einige mit Safe arbeiten. Viele haben da noch keine Erfahrung mit Safe. Dann schauen wir doch uns Safe mal ein bisschen genauer an. Ups. Genau, von Scrum zu Safe. Also Prozess wie Wasserfall. Sieht man immer weniger. Agile Prozesse sind eigentlich schon lange fast Standard eigentlich bei der Entwicklung. Und obendrauf sehen wir das Scrum, ein einfacher Prozess. Man geht da nicht genau rein. Ich gehe davon aus, dass die alle eigentlich können. Und dann sehen wir jetzt Bondo dazu von Safe. Es ist so die, wo man hier rechts sieht, die Essential-Konfiguration. Und ja, wieso eigentlich? Also man kann sich fragen, wenn jetzt plötzlich eben 50 Leute sind oder 100, soll ich jetzt so ein Team machen mit einem Scrum Master? Und Scrum allein gibt eigentlich nicht direkt eine Antwort drauf. Und so ist da eigentlich Safe entstanden. Auf den ersten Blick mag das vielleicht ein bisschen, ja, hat es da recht viele Zeichen drauf und neue Begriffe und so. Gewisse Sachen schauen wir jetzt dann in der Folge neuer an. Safe steht für Scaled Agile Framework. Und da ist noch der Link auf die Homepage. Das ist der Prozess oder das Framework ist jetzt sehr gut beschrieben. Hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt eigentlich die Vollkonfiguration. Wir haben davor das Bild von der Essential-Teil gesehen. Genau, und wie es der Name schon sagt, Scaled Agile Framework ist das Framework, um eben sogenannte Lean- und Agile-Praktiken zu skalieren. Wenn ich jetzt halt plötzlich mehr Teams habe, wo Scrum nicht direkt eine Antwort drauf liefert. Die erste Release war 2011. Man sieht da unten rechts, das ist die aktuelle Version 5.1. Das wird immer ein bisschen updated. Und genau das mit den Konfigurationen haben wir hier schon gesehen. Wenn man zum Beispiel wenn es jetzt noch grösser wird, dann kann man so ein sogenanntes Large Solution machen. Und weiter oben könnte man dann auch Portfolio-Gedanken dazu nehmen. Dort werden strategische Themen werden da behandelt oder Sachen wie das Portfolio, die Vision. Hier ringsum, die blauen Kreise, das sind die 7 Kernkompetenzen. Da gibt es auch noch, ähnlich wie beim Agile Manifesto, Prinzipien und Core Values, die dort jetzt ein bisschen angepasst sind bei Safe. Dann, genau,
ART oder das sogenannte Agile Release Train, das ist eigentlich so die Einheit, wenn wir vielleicht noch kurz drücken, wo da unten, man redet auch auf Program Level, wo eigentlich für die Entwicklung zuständig ist. Das ist auseinandergesetzt, man sieht hier die Agile Teams, kann man sich vorstellen, wie ein normales Scrum Team, hat ein Scrum Master PO und zum Beispiel wie in unserem Fall haben wir jetzt eben so 8 von diesen Waggons, 8 von diesen Agile Teams. In der Lokomotive vorne jetzt ein paar zusätzliche Rollen. PM, das Produktmanagement, so sind bei uns zum Beispiel jetzt aktuell 2 PMs. Safe definiert auch eine Rolle für so einen System Architect. Und auch ganz wichtig, das ist die Rolle, die bei uns der Markus Giacomuzzi inne hat, das ist der Release Train Engineer. Man redet auch vom Servant Leader, der schaut, dass der Prozess läuft, etc. Optional kann man noch so ein System Team haben, das sieht man hier unten. Wir haben das am Anfang nicht gehabt, haben dann, aber jedes Agile-Team hat zum Beispiel recht viel Zeit gebraucht für CI/CD oder sich mit Cloud-Infrastruktur auseinanderzusetzen. Und dann macht es eigentlich Sinn, so ein System-Team einzusetzen, das allgemeine Sachen kann übernehmen eigentlich. Die Idee ist eigentlich, dass das so System-Team mit der Zeit wieder weggeht, dass das Know-how in die Agile-Teams überfließt. Ja, und wie geht jetzt das ab, wenn man jetzt eben so mit dem ART oder mit dem Agile Release Train von PI zu PI? PI steht für Programm Increment. Man hat eben gesehen, die unterste Ebene, dem sagt man auch Programmebene. Und genau, der Zyklus eigentlich, eben, es ist, man hat dort fixe Kadenzen, da bildlich dargestellt mit diesen Sprints. Typischerweise hat man 5 Sprints. Der 5. ist ein bisschen spezieller, sogenannter IP-Sprint. Das steht für Innovation und Planning. Schauen wir nachher noch genauer an. Und so geht man einfach mit dem Zug von PI zu PI. Wir sind aktuell gerade hier im Sprint 4. Und möchte dann den nächsten Gump direkt aufs PI 20. Das ist doch kein Fehler auf der Folie, sondern das haben wir auch gesehen, dass es recht schwierig war, untereinander von mehreren Arts zu kommunizieren, wenn die einen im PI 8 sind, andere im PI 17 etc. Von den Events her, auf Team-Ebene hat man eigentlich die bekannten Scrum-Events wie Daily, Retro etc. Zusätzlich, für die Synchronisation kommen noch zusätzliche Events. Da gibt es Scrum of Scrums, wo sich die HI, also die Scrum Master untereinander synchronisieren. PM und POs tun sich austauschen. Es gibt wöchentliche Feature Groomings, wo Features analysiert werden. Dann in jedem Sprint gibt es auch so eine System Demo. Die war bei uns gerade heute Morgen gewesen, habe ich leider verpasst. Und dann auch das sogenannte PI Planning, wo wir jetzt wieder anschauen. Safe selber empfiehlt oder hat so eine 2-Tages-Agenda. Dort ist aber System Demo und das I und A, Inspect and Adapt, nicht enthalten. Wir haben eigentlich auch mit den mit dem 2-Tages-Format mal gestartet. Mit Anreise und so ist das dann meistens 2,5 Tage gewesen. Seit gut einem Jahr fahren wir eigentlich mit dem 4-Tages-Modell. Und auch, weil es remote ist und wenn wir das so auf unsere Bedürfnisse ein bisschen angepasst haben. Wie schon gesagt, ein wichtiger Teil ist sicher die System-Demo, wo Teams dann den Fortschritt können an den Business-Owners, am Business zeigen. Da auch ein sehr guter Teil sind die Sessions da. Das sind Input von Business oder von den PMs, Visionen und was dort alles läuft. Das ist immer sehr motivierend für Teams. Dann auch bei Safe ist ein grosser Teil auch der Gedanke, halt, sich immer zu verbessern mit dem Inspect and Adapt. Das ist eine Session. Dann haben wir in der dritten und im vierten Tag die eigentlichen Planungs-Events mit den sogenannten Team Breakouts. Vielleicht haben die einen schon mal die Bilder gesehen von grossen Räumen mit eben fast 100 Leuten zusammen. Und jetzt, das sind dann wirklich so die Events, die hier stattfinden. Das Ganze ist, muss man darauf schauen, dass man ein gutes Timeboxing hat, dass man all das durchbringt mit der Zeit. Am Schluss gibt es noch ein Retro über das Planning. Und ja, was ist der Output? Wenn ich da versuche zu symbolisieren oder darzustellen, am Schluss hat man eigentlich so eine Art Plan, wo man sieht, welches Team liefert in welchem Sprint welches Feature aus.
Und ein wichtiger Teil sind auch die roten Verknüpfungen hier. Das sind eigentlich die Abhängigkeiten, die man allenfalls hat zwischen Features, wo man dann halt zwischen den Teams muss schauen, dass man das gleiche Verständnis hat. Dann als Output hat man auch über die Risiken diskutiert und allenfalls Massnahmen getroffen. Bei Safe definiert man auch sogenannte PI-Objectives. Da kann man sich vorstellen, das sind wie vom Team aus Ziel, wo man mit der einfachen Sprache nicht zu technisch am Business kann sagen, was man eigentlich im nächsten PI in diesen 5 Sprints machen will. Dann ist auch die Auslastung ein Thema, dass man nicht zu fest ausgelastet ist. Das schaue ich mir auch an. Vielleicht hier ist noch zu erwähnen, wir haben ja vorher gesehen, kurz zurückgehen, dass es da eigentlich 5 Sprints gibt. In der Planung eigentlich schaut man, dass man den Sprint nicht verplant, sondern dass man den wirklich für das PI-Planning aufsparen oder eben für Innovation und Training. Hier wäre noch eine Übersicht von Safe. Wir haben jetzt hier mehr oder weniger eigentlich den Unterteil angeschaut. Wir haben die Rollen noch kennengelernt von den Agile-Teams mit Scrum Master und PO, wo wir es vielleicht von Scrum her kennt. Aber da haben wir die Rollen gesehen mit dem Release Train Engineer, mit Produktmanagement und Systemarchitekt. Natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, auch schon Leute gehört, gesagt haben, ja, wo ist jetzt so der Kunde auf der Folie? Und dann, das ist ja so, da muss man sich ein bisschen suchen, da sieht man hier das Customer-Centric. Wenn wir aber auf der Homepage von Safe, auf der Startseite, ist das eigentlich ein sehr zentraler Punkt. Und auch wenn wir das Framework listen, ist bei Safe eigentlich auch sehr der Fokus auf den Kunden gerichtet. Auch wie bei Scrum ist eigentlich das Ziel, möglichst effizient und schnell am Kunden eine Lösung können zu liefern. Da unten haben wir jetzt Detail grob angeschaut mit den Sprints und mit den PIs. Und wie gesagt, wir werden jetzt nicht mehr genauer ins Detail die oberen Teile anschauen. Vielleicht einfach ganz kurz, wenn man eben so mehrere so Trains oder Arts hat, dann kann man so eine Large Solution fahren, wo es auch zusätzliche Rollen wieder gibt. Und wenn das noch grösser ist oder eben Sachen wie Strategie und Portfolio wichtig sind, dann kann man mit BeSafe so eine Portfolio-Ebene noch dazu schalten. Da wird jetzt zum Beispiel Epics definiert, wo dann schlussendlich wieder auf Features und Enablers auf die einzelnen Arts abgebrochen wird. Ja, jetzt safe or not safe? Ich habe eine gute Frage. Ich denke, wir haben vorher gesehen, wenn es eine gewisse Größe hat, dann muss man eigentlich schier so irgendein Framework haben, das mit der Komplexität und all diesen Fragestellungen kann umgehen kann. Safe ist eigentlich das weitverbreiteste Framework für Skalieren von agilen Praktiken. Es ist etabliert, es ist frei verfügbar, es ist sehr gut dokumentiert. Auf der Homepage, die wir vor der Link gesehen haben, da sind sehr viele Informationen vorhanden. Es gibt sehr viele Trainings. Das ist sicher auch ein Pluspunkt, man kann sich da gut schulen. Es gibt auch auf dem Markt, denke ich, viele Leute, die das können. Und wir haben vorher gesehen, es ist an der Größe anpassbar. Auf der anderen Seite, ich finde es noch eindrücklich, wenn man gerade so die Vollgröße von Safe anschaut, dann kann es einem ein bisschen erschlagen. Es ist sicher vielleicht nicht mehr so leichtgewichtig wie Scrum, aber vielleicht auch zu Recht, weil es halt viele Projekte sind halt, haben auch gewisse Komplexität und brauchen jetzt vielleicht noch dort halt eben gewisse Ebenen mehr. Dann hat es auch sicher ein bisschen eine eigene Sprache, da braucht es ein bisschen Zeit, bis man dort reinkommt, bis man all die Begrifflichkeiten ein bisschen lernt. Es hat einen gewissen Overhead, man sieht, zusätzliche Rollen, zusätzliche Meetings, das braucht sicher auch Zeit oder kostet Zeit. Und es ist ganz sicher kein Allerweltsmittel, dass jetzt das alle Probleme wird lösen. Das definitiv nicht. Wenn man sich entschließt, jetzt Safe zu implementieren, dann hat Safe auch so eine sogenannte Implementation Roadmap. Man hat hier nicht jetzt ins Detail eingehen, vereinfacht gesagt, empfiehlt auch Safe, dass man zuerst vielleicht so ein paar Agile Leaders oder gewisse Leute trainieren.
die Schulen und dann in der zweiten Stufe das Management und dass man dann eigentlich sukzessiv anfängt, das auszurollen. Dass man eigentlich nicht Kunden jetzt von Tag X gerade die ganze Firma auf Safe überschaltet. Und so wie ich das meine, ist das bei der Siemens auch der Fall gewesen. Ich bin ungefähr da in dieser Kurve dazugekommen, wo es wirklich einzelne Abteilungen haben da schon mit Safe geschafft und Erfahrungen gehabt. Und dann ist das sukzessiv ausgerollt worden mit den Leuten, Schulen etc. Dann Challenges gibt es natürlich auch bei Safe. Ich habe hier einfach ein paar rausgepickt, weil da die Zeit wahrscheinlich nicht reichen würde, um alles anzuschauen. Ein wichtiger Punkt selber vielleicht noch Teamorganisation. Bei dem einen Bild vorher haben wir gesehen, die Features mit den Abhängigkeiten zwischen den Features. Und wenn man dann plötzlich so, man sagt immer so das Dependency Board, wenn man dort plötzlich ein Board hat, das sehr rot ist mit ganz vielen Dependencies, dann hat man wahrscheinlich vielleicht ein bisschen etwas falsch gemacht. Weil die Dependencies, die sind aufwendig, die sind teuer, das braucht Koordination. Und je nachdem, wie ich mein Team aufbaue, kann ich die eigentlich minimieren. Safe empfiehlt hier eigentlich sogenannte Cross-Functional Teams, dass man eigentlich in einem Team möglichst alle Skills drin hat. Bei uns ist das, wenn ich das am Anfang gesagt habe, nicht der Fall. Das ist in der Praxis nicht immer so einfach. Eine weitere Herausforderung, oder bei uns gibt es immer Diskussionen, ist das Features versus Enablers. Auf der einen Seite hat man das Produktmanagement, wo natürlich möglichst viele Features an den Kunden bringen will. Die andere Seite hat man den Systemarchitekt oder Leute von Security, die sehr viel Qualität in das Produkt hineinstecken, was auch Sinn macht. Und das gibt immer recht Diskussionen und da einen guten Mittelweg finden ist schwierig. Der andere Aspekt ist dann, wie tue ich denn die Features und Enablers gewichten im Backlog. Dort hat Safe sogenanntes WSJF und das ist bei uns in der Praxis auch nicht immer ideal, oder es gibt immer sehr grosse Diskussionen. Dann ein weiterer Aspekt, den ich auch sehr interessant finde, ist das Dancing with Elephants. Das ist der gleiche Name mit der ersten Agile-Konferenz von Siemens. Und ich finde das noch eine gute Analogie, eigentlich so grosse Firmen, wie es halt Siemens zum Teil ist, die ganze Organisation, die vielleicht Strukturen und Prozesse hat, die schon seit Jahrzehnten oben sind, dann ist das nicht so einfach, Schwupps zu machen und die Firma säckelt jetzt gerade im Zeug um voll agil. Das ist wirklich ein langer Prozess und das ist auch etwas, wo man vielleicht jetzt als Art oder als Team nicht so gut kann beeinflussen kann. Aber gleich eben auf die andere Seite einen sehr grossen Impact hat. Der nächste Punkt, da Traffic Jam, also Stau hat niemand gern, man will jetzt im Stau stecken bleiben. Und da ist so ein bisschen mein Lessons learned auf Team-Ebene, dass man eigentlich sich nicht übercommitten. Bei uns war das am Anfang häufig der Fall gewesen, dass die Leute sich eigentlich eher zu viel vorgenommen haben. Und wir haben vorher gesehen mit diesen Dependencies, das kann dann natürlich andere Teams blockieren. Und da, dass man da einfach schaut, dass man sich nicht overcommittet. Ja, dann wären wir eigentlich beim Fazit. Genau, wir haben gesehen, Safe ist das weit verbreitetste Framework, um Scrum oder Agilität zu skalieren. Weil irgendwann braucht man so irgendwas, wenn die Größe der Entwicklung immer grösser wird. Wir haben gesehen, ein wichtiger Aspekt sind die Abhängigkeiten. Und je nachdem, wie ich das Team zusammensetze, kann ich da schon mein Leben einfacher machen. Wir haben die Elefanten kennengelernt und gesehen, dass die nicht so gut Salsa tanzen können, dass es da etwas braucht, bis eine Organisation auf agil umgesetzt hat. Ein weiterer Punkt, den ich auch wichtig finde, sind das ganze Thema von Schulungen, wo bei Safe gut ist, dass es nicht viele Schulungen gibt, aber auch, dass man das einführt, dass man wirklich alle Leute dort ein bisschen schult. Das tut die Motivation steigern und alle haben dann das gleiche Verständnis. Zuletzt finde ich eigentlich, mal Safe macht. Man kann durchaus auch Spass machen, sicher nicht alle Aspekte, nicht ab und zu gibt es Meeting und wo man denkt irgendwie, ja, das müsste jetzt nicht unbedingt sein, aber gerade bei uns eigentlich finde ich es auch sehr cool, dass man eigentlich als Team die Möglichkeit hat, sich einzubringen, man kann Features vorschlagen und so damit auch den Weg vom Zug kann mitbestimmen.
Wow, sehr spannend. Danke vielmals, Michael. Es sind auch ganz viele Fragen eingegangen. Ich würde mir erlauben, die gerade unserem Gast zu stellen, direkt an Max Giacomuzzi, am RT. Zwar ist zum Beispiel eine Frage reingekommen, wie es mit dem Scrum Master aussieht. Sind die auch als Entwickler in dem Team rein oder sind das reine Scrum Master? Grüezi miteinander, ich hoffe, ihr hört mich. Ist das gut, ja. Bei uns haben wir effektiv beide Fälle. Bei den grösseren Teams, also wir bauen aktuell 2 Teams in Indien auf und dort haben wir auch grössere Teams. Und dort ist der Scrum Master wirklich ein reiner Scrum Master. Er tut nicht mitentwickeln, nicht irgendwelche Tests schreiben. Hat aber 2 Teams, wo er dafür verantwortlich ist. In Europa haben wir zum Teil auch noch kleinere Teams, also sprich 4-5 Leute. Und dort ist es wirklich so, dass Doppelrollen sind, zum Teil sogar Scrum Master PO kombiniert. Es ist nicht ideal, aber weil das Team so klein ist, haben wir gesagt, es macht am meisten Sinn, dass wir da die Synergien nutzen, rein schon vom quasi Teilnehmen an Meetings. Es ist einfach besser, wenn das dann die gleiche Person ist, wenn das Team so klein ist. Aber ideal ist sicher so 2 Pizza-Teams, so Grössenordnung, 8 Leute, vielleicht sogar 10 mit Scrum Master PO zusammen. Mhm. Danke vielmals. Es führt gerade zu einer Folgefrage, oder? In der Theorie von SAFe heisst zum Beispiel im PI-Planning, oder, dass alle Leute zusammenkommen. Jetzt haben wir aber sicher 2 Challenges. Das eine ist die interkontinentale Situation und das andere seit dem letzten Jahr eine Pandemie, wo noch so ein bisschen aktuell ist. Und da wäre jetzt ein bisschen die Frage, was haben wir für Erfahrungen mit virtuellen Tools gemacht, wo wir PI-Plannings durchführen können? Sehr gute Frage. Ich kenne jetzt neben dem Building Twin Art kenne ich auch noch ein anderes Programm im Fire Brandbereich. Und in beiden Teams sind wir natürlich dort zumal schon, also vor Corona, verteilt gewesen. Also es sind Teams virtuell gewesen und das PI Planning ist natürlich auch nicht schon voll vor Ort gewesen. Also die Bilder, die man da kennt mit hunderten, Michael hat es gesagt, 100 oder zum Teil ist es ja bis zu etwa 150 Leute pro Art. Die sind dazumal schon nicht alle vor Ort gekommen. Kann man sich gut vorstellen, das kostet einen Haufen Geld. Reisezeit, alles. Aber man hat natürlich dort geschaut, dass die wichtigsten Leute vor Ort sind, oder? Dass man da wirklich also die Key Stakeholders von den Teams, dass man die dort dabei haben. Also von dem her ist es sicher wichtig, dass man Tools einsetzt in diesen grössen Bereich. Man hört immer Jira. Ich glaube, Jira hat etwa 80% vom ganzen Kuchen. Wir gehören nicht zu denen. Wir verwenden IBM Jazz. Und wir haben halt das Glück gehabt, in der früheren Zeit haben wir schon mit Studenten viel Visualisierungen selber gemacht, Sachen, die es noch nicht gegeben hat, zum Beispiel der Michael hat es auch genannt, das Dependency oder das Program Board, wie man quasi ganz einfach so das Board, das man so auf Packpapier einmal hat, gemacht hat, haben wir halt schon sehr früh virtualisiert. Und ich denke, das ist der Schlüssel dazu. Man kommt nicht drum herum, wenn es eigentlich von SAFe früher auch verpönt war, dass man gesagt hat, man setzt Tools und so ein. Oder hat immer geheißen, nein, das ist ganz wichtig, sticky und umeinander laufen und so. Ist im Kleineren sicher ein Vorteil, aber irgendwann hat man halt verteilte Teams und dann geht man halt in die digitale Welt und setzt Teams ein. Also dann ein kleiner Werbespot. Jazz ist sicher nicht die günstigste Lösung, aber wir sind eigentlich sehr glücklich. Wir haben auch wieder in der Vergangenheit gesehen, man kann neue Teams sehr, sehr schnell onboarden und die finden sich zurecht. Ich denke, das beste Beispiel ist jetzt 2 neue Teams in Indien, wie die eigentlich gerade integriert gewesen sind und wissen, wie das funktioniert hat. Bleiben wir vielleicht ganz schnell ein bisschen bei dem Onboarding. Wie findet das statt? Hat Siemens da eigene Kurs? Es ist ja nicht jeder Entwickler, hat ja vielleicht schon die SAFe-Kultur in sich hinein, oder? Die muss man ja auch noch ein bisschen ausbilden. Macht Siemens da eigene Kurs oder nutzt man da Standard-Kurs? Auch zum nachher möglichst schnell eigentlich das Onboarding vollziehen?
Das ist zum Glück nicht mehr so. Also früher haben die grossen Firmen eigene Schreinereien gehabt, wenn sie irgendwelche Trennwände gehabt, die man hat müssen verschieben. Das ist nicht mehr so. Auch die internen Kurse sind sehr reduziert worden. Und bei SAFE ist ja eigentlich das Schöne, als SPC, also als SAFE Program Consultant, kann man selber Kurse geben. Das heisst, auf der ganzen Welt findet man eigentlich ein Kursangebot, zu relativ fairen Preisen würde ich sagen, aber doch einen guten Standard, auch eine gute Basis. Ich möchte betonen, es ist eine Basis. Man darf schlussendlich dann sicher davon abweichen und selber Sachen adaptieren und reinbringen. Aber auch wir haben natürlich SBCs in der Siemens und wir bieten interne Kurse an, halt eben so PMPO, Scrum Master, Advanced Scrum Master, Lean Portfolio Management glaube ich noch nicht, aber DevOps zum Beispiel gibt es jetzt auch einen. Und was man halt intern nicht findet, findet man sicher extern in seiner Umgebung. Und ich denke, das ist der Vorteil, dass man halt nicht intern als Firma alles selber muss machen, sondern man kann eigentlich darauf zugreifen, auf die SPCs, die die Kurse anbieten. Und sind ja eben, ich habe gehört, auch Noser hat jetzt glaube ich etwas im Programm und viele andere Firmen. Also ich denke, global findet man in seiner Umgebung zeitnah gute Kurse. Und eben das zeitnah ist eben auch wichtig in der agilen Welt, weil ja alles ein bisschen schneller geht. Dann kann man nicht irgendwie ein Jahr wieder warten, bis ein Kurs wieder mal intern stattfindet. Danke vielmals. Es hat noch ganz viele Fragen. Auf die gehen wir gerne dann auf dem bilateralen Weg noch ein. Vielleicht zum Abschluss noch von Seite Siemens her. Wie empfindet sie Zusammenarbeit oder wo unterstützt sie Noser Engineering in diesem Prozess? Wir haben oft in unseren Projekten, oder eben, es sind jetzt nicht mehr unbedingt Projekte, oder es ist ja jetzt alles kontinuierlich, aber es ist halt oft so, dass der Headcount intern deckelt ist. Nichtsdestotrotz hat man dann gleich Projektgeld, sage ich mal, oder Geldbudget für den Ort zur Verfügung. Und da greifen wir natürlich auf Noser zu, weil da sind wir froh, wenn wir dann zeitnah Spezialisten überkommen, weil eben intern können wir dann Siemens, intern Siemens können wir die Leute nicht anstellen, aber wir tun die Leute eigentlich fast so integrieren. Also ich würde sagen, der Michael fühlt sich auch ein bisschen halben als Siemensianer und ich denke, er hat da zwei Herzen, die da schlägt. Also das ist sicher der Vorteil, dass man mit Projektbudgeten halt wirklich externe Fachkräfte dazu nehmen kann. Und bei uns kann man glaube ich sagen, so, was ich jetzt so kenne, sind die Leute wirklich über Monate bis über Jahre bei uns in diesem Programm drin. Super. Merci vielmals für die spannende Einblick, auch von Seite Siemens, Max Giacomuzzi. Wie gesagt, es sind noch ganz viele Fragen, die offen sind. Wir können gerne gehen wir auf die noch ein. Würden jetzt zum Abschluss kommen. Sie haben es bereits schon erwähnt, wer interessiert ist an SAFE generell, die Ausbildungen zu machen. Es gibt da ganz viele verschiedene Stufen, wo man sich da drinnen kann entwickeln kann. Wir bieten das auch auf unserer Noser Academy, wo zur Verfügung steht, findet Sie auf unserer Homepage. Dann würde ich gerne noch Sie aufmerksam machen auf unser nächstes Webinar, das Noser.11-Webinar vom Juni, wo es eigentlich um die Dinge von IoT geht. Ein Teil von der ganzen IoT, und zwar wir fangen ganz vorne an, um die Dinge, um die Hardware und Sensoren, gemeinsam mit Sensirion. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, Max Giacomuzzi, für die Einblick und Michael für den Inhalt zu SAFE und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart, ist es ja heute somit eigentlich. Und bis bald. Ade miteinander. Gerne schön. Ade miteinander.